Komm! Guck mal, da kommt schon der zweite. Ja, das sind ja auch nur zwei da. Ja! Ja! Jo, jo, ja! Ja! Bis 22 Uhr hat der Shop nur auf, super. Ja. Ihr habt es geschafft, Leute! Alter, wir sind wirklich die Letzten, guckt das an! Das Letzte, ja. Ja. Ich hab's immer gesagt. Wunderschön. Boah, Leute, das war echt ein Trip hierhin. Maggie ist zu mir gekommen und wir haben beide gedacht, wir haben unendlich viel Zeit. Wir haben gesagt, wir haben genug Zeit, aber wir haben die Rechnung ohne Brüssel gemacht, mal wieder. Ja, ohne Brüssel. Es lag am Brüssel, Leute. Und naja, jetzt sind wir hier, 180 Euro ärmer. Ja, dafür haben wir auf dem Bunker gegessen. Dafür haben wir, genau, das teuerste Croissant ever, oder? Also wir sind jetzt in der Fähre drin, wir versuchen gerade rauszukommen, Leute. Ach, hier ist auch wieder zu. Oh, ein bisschen Sonnenuntergang haben wir noch. Ist geschafft. Wir dürfen gar nicht mehr raus. Und überleg mal, wir sind 9 Minuten vor Abfahrt sind wir erst aufs Schiff gekommen. Ja, ich Sahne gehabt, ne? Ja. Ich hab mir das irgendwie fahren schon. Ja, schon schön. Yes. Geil, wir haben sogar noch ein bisschen Sonnenuntergang, ein bisschen was für die Romantik, Leute. Hammergeil, oder? Auf zum neuen Abenteuer. Auf zum neuen Ufern. Endlich, endlich. Mega! Das ist schon. Das geht also. Alles Ölbohrinsel. Ich denke, wir haben jetzt ungefähr 2 Uhr. Ich habe letzte Nacht nur 5 Stunden geschlafen. Ich bin also absolut müde. Und? Freust du dich schon? Ja, voll. Ja, wir sind da, ne? Wir sind da. Ja. Es ist auch viel wärmer als drüben, ne? England. 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 Man, ne? England. England. Denn jetzt erst noch warten oder? Zum Glück habe ich einen vor mir. Genau. Ausgemacht, weil Mackie sich erst mal ein bisschen konzentrieren muss. Also es fühlt sich komisch an, ne? Linker Spur. Ja, wir fahren ja noch wie bei uns, ne? Aber du siehst da drüben. Naja, wir fahren, also die fahren auf der rechten Seite. Guten Morgen, meine Freunde. Also wir haben, glaube ich, 4,5 Stunden geschlafen. Und davor die Nacht habe ich auch nicht viel länger geschlafen. Ich bin auf jeden Fall gut müde. Mackie hat, glaube ich, davor die Nacht 5 Stunden geschlafen. Weil er irgendwie auch noch gearbeitet hat. Ich war auf einer Veranstaltung und ich möchte euch mal unser Hotel zeigen. Total süß. Schaut mal, das ist so ein Cottage hier, wo die Häuser ganz klein nebeneinander sind. Und eins davon, nämlich die Hausnummer 17, haben wir. Und ich glaube, meine Mutter wird das sehr gefallen. Allerdings spätestens zu dem Zeitpunkt, wo sie merkt, dass sie die Treppen wahrscheinlich nicht hochkommen wird. Jedenfalls nicht auf Dauer. Und dann geht das hier. Geht das hier hoch? Oh, das ist mein Zimmer. Ich hatte es gestern nicht mehr geschafft, nach ganz oben zu gehen, sonst hätte ich Mackie hier den Vortritt gelassen. Unser WC. Ja, mit Dusche und so. Alles schön sauber. Also Mädels, schaut mal. Nicht nur ihr sitzt manchmal vorm Spiegel und ja, macht euch schick. Auch Männer, vor allen Dingen, ich muss mich föhnen. Hier ist der Spiegel und das Kabel ist zu kurz. Ja, es gibt leider nur Tee, also. So Leute, schau mal hier. Er hatte gerade gesagt, das hier ist eigentlich für Zwerge gemacht. Je weiter man nach oben kommt, desto kleiner und niedriger wird's. Also, ja, eigentlich ist es für die Kinder hier oben, weil die haben, werden auch, oh, schaut mal Leute, auch kein Problem haben, hier hochzuklettern. Und schaut mal, schau dir das mal an, das wie so schön das ist. Ja. So, so schön hier. Boah, unglaublich. Wir fahren gerade den Horizont entgegen und das ist einfach wunderschön. Ich mag ja Reisen und England ist einfach nur wunderschön. Ich bin sofort ein Fan gewesen. Ja, hat auf jeden Fall sich auch ein Patch von Großbritannien. Gehört sich so, dass man die eigenen Farben immer trägt, auch immer im Herzen trägt. Aber das Land, wo man zu Gast ist, muss man auch ehren, indem man hier Länderabzeichen trägt, wenn man nicht ordentlich unterwegs ist natürlich. Das ist so, wie jeder Deutsche, der ins Ausland geht, ist ein Botschafter für sein Land. Sie gucken auf dich, weil ihr im Ausland seid. Und wenn ihr euch da gut benimmt, seid ihr Botschafter für euer Land und man will ja einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Dann ist das gut. Entspricht. Dann weißt du. Und wir können bis nach ganz vorne fahren. Es ist wieder absolut geil. Danke, Rom, militarymachine.fr. Unbedingt auschecken, Leute. Und World of Tanks bitte auch unbedingt einmal auschecken. Alle, die World of Tanks spielen, unbedingt mal liken und kommentieren. Bin mal gespannt, wie groß die Community mittlerweile hier auf meinem Kanal ist. Leute, da wird schon geschossen. Wir müssen da schnell hin. Und wir hätten eigentlich viel, viel früher hier sein sollen. Geht nämlich schon um 8:30 Uhr los. Aber wir
waren dann doch ein bisschen müde und mussten ein bisschen Schlaf nachholen. Und ich bin auf jeden Fall mal wieder ultra gehypt und habe richtig, richtig Bock. Bist du durch die Sicherheitsschleuse gekommen? Ja, er hat mich gefragt, ob ich Waffen und Handgranaten habe. Ich sage, nein, nichts davon. nur Handgranaten, ne? Zwei Stück. So, meine Freunde, also schaut euch das bitte mal an. Wir sind jetzt mitten auf dem Festivalgelände. Man muss ja wirklich sagen, das ist ein Festivalgelände, ne? Ja, ist es. Und das hat ja nichts mehr mit Overload zu tun. Guck dir mal die Riesengröße an. Nein, vor allen Dingen hast du hier Waffen, es wird geschossen. Also man geht mit der Geschichte ganz anders um als bei uns in Deutschland oder natürlich Holland. Auch in der Normandie ist anders. Hier ist alles aufgebaut mit Waffen, es wird geschossen. Das Militär ist auch vor Ort und gibt Vorführungen. Also es wird zelebriert, ne? Crazy. Springmine. Das wird ein sehr, sehr guter Tag. Ich muss mich ein bisschen akklimatisieren, weil ich muss erstmal eine kleine Übersicht bekommen. Und dann schauen wir uns natürlich alles gleich an. Aber erstmal versuchen wir natürlich hier zu schauen, woher diese Geräusche da vorne kommen. Schau mal hier. The Musical Box. Scheint ein französisches Modell zu sein. Noch nie gesehen. Ich glaube, das ist Reenactment. Ja, das ist Reenactment. Leute, das ist der Start für die Tanks. Ich denke, das ist der Mark One. Und wir müssen leider ein bisschen zur Seite gehen. Leute, das ist unglaublich. Ist das ein Mark One? Mark Four. Mark Four ist das. Also die vierte Version. Und wir müssen tatsächlich aufpassen. Und das ist die originale Geschwindigkeit. Schaut euch das mal an. Leute, wir haben die einmalige Gelegenheit hier, diesen Panzer in Aktion zu sehen. Und er hat diese Bauform, weil er die deutschen Gräben überwinden sollte. Deswegen sind die Ketten so lang. Und man hat diese Panzerraupen oder die Raupen von den Traktoren übernommen. Aus dem Zivilgeschäft. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Aber ihr wisst garantiert, was ich meine. Und stellt euch mal vor, die Deutschen haben ja diesen Panzer das erste Mal auf dem Schlachtfeld gesehen. Und dieses Ungetüm ist ja etwas ganz Neues, Modernes, was die Leute damals gefühlt haben mussten. Es ist einfach unvorstellbar. Unvorstellbar. Unbelievable. Was sagst du? Schon Hammer, habe ich auch noch nie gesehen, wie sowas fährt. Ne? Also, ich habe gerade gehört, das ist ein Replika. Matilda ist da. Matilda? Auch sehr, sehr geil. Dass wir hier so ein paar Details haben, weil wann sieht man so einen Panzer mal von nahem? Vor allem sieht warm aus. Oh, hot? Oh, yeah. Great. Die haben geschossen da drin. Bedeutet, man hat nicht nur die klassische Bewaffnung gehabt, die man sehen kann, sondern hat man zusätzlich noch Schrotflinte, Maximgewehr ist das, glaube ich, oder? Maxim? Nee. Nee? Maxim ist das Schrotflinte. Louis, thank you so much. Can I take a look inside with the camera? Thank you so much, my friend. Und schaut mal hier, Leute. Also hier sieht man ein Replika und es ist wirklich extrem heiß hier drin und es stinkt. Es stinkt hier richtig. Schaut mal hier, da geht's direkt weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich filmen soll. Also Louis. Und da haben wir ein Schild. Mal schauen, was da drauf steht. Mark IV. Yeah. Warhorse Tank. Ich bin 1,82 groß. Er ist 1,82 groß und das Ding ist einfach riesig. Und die, wie gesagt, die Ketten waren dafür da, dass man die Gräben der feindlichen Soldaten, also der Deutschen in dem Fall, überrollen konnte. Und schaut euch mal die Silhouette an. Na hier, Kartoffelstampfer warten. Ziehen, ja. Einstecken, abwarten. Hammer.
Es gibt gerade hier mehrere Panzer, die sich gerade aufstellen und in die Arena reinfahren. Und es ist absolut selten, dass man diese Panzer noch sieht. Und ich habe in den D-Day-Videos gesagt, dass ich überrascht war, dass die Panzer so leise sind. Jetzt sind aber viele Panzer gerade an und es ist einfach unfassbar laut. Und das sind ja nur wenige. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie es damals zum Beispiel zur Ardennen-Offensive war. Oder aber bei der Schlacht von Kursk. Das müssen unfassbare Lautstärken gewesen sein. Unglaublich. Und die fahren jetzt alle in die Arena rein. Was sagst du? Das ist beeindruckend, ne, wenn man das so sieht. Ne? Vor allen Dingen mit den historischen Originalen. Ne? Und schaut euch mal diesen Zustand an. Ein wunderbares Stück Technikgeschichte. Scheint eine Dampfmaschine zu sein. Dampfmaschine, oder? Wollen wir mal gucken, ob wir reingehen? Obwohl ja, sehr voll. Stell dich mal eben da, neben das Rad, bitte. So, ja. 2 Meter. Locker 2 Meter. Kennt England? Find that difficult Russian telegram is out to the American nations. Therefore, defensively, why don't they just give them names? So this became the Stuart 8 millimeters action coming on the front of the Ja, auch überwachen. So, meine Freunde, also wir haben uns gerade mal erstmal ein Getränk genommen, weil der Jörg ist tatsächlich ein bisschen aufgeregt und der ist ein bisschen konfus. Der hat sich, also ich habe mir eigentlich ein bisschen was vorgenommen, ich wollte eine gewisse Struktur in das Video reinbringen, aber ja, das ist ja wie so häufig, der größte Plan übersteht meistens nicht den ersten Feindkontakt, ne? Du kennst das? Ja, absolut. Und deswegen haben wir uns gerade erstmal was zu trinken geholt und überlegen gerade strategisch, wie wir vorgehen. Beziehungsweise taktisch, wie wir taktisch vorgehen. Und, ein Schritt zurück bedeutet, wir nehmen Anlauf. Exakt, ganz genau. Und wir werden uns jetzt erstmal hier die Reenactments anschauen. Wir werden uns die stehenden Panzer anschauen. Und Rom hatte gesagt, ab irgendeiner gewissen Uhrzeit, die ich schon wieder vergessen habe, haben wir die Möglichkeit hier zu den Panzern zu kommen und die dann auch ganz nah aufzunehmen. Wir haben uns gerade allerdings verlaufen und man hat hier leider keinen Telefonieempfang. Bedeutet, wir müssen hier unter den ganzen wahrscheinlich 10.000, 20.000 Zuschauern die beiden gleich finden. Drückt uns mal die Daumen, dass wir das hinkriegen. Aber wir trinken jetzt erstmal unsere Getränke und dann geht das gleich weiter. Das MG34 ist vor Krieg. Das ist aus dem Vollen gefräst. Also das gesamte Gehäuse ist ein Stahlblock, der dann gefräst wurde. Aha. So, und das Rohr, also ihr klappt das im Prinzip zur Seite und nimmt das Rohr seitlich raus. Ne? Beziehungsweise das klappst du hoch und nimmst das nach hinten raus. Und dann hatte man irgendwann gesagt, pass auf, wir müssen das vereinfachen für die Kriegsproduktion. Das ist zu aufwendig, auf dem Rollen gefräst, zu viel Material. Wir machen Neues. Und dann kam ein Fertigungstechniker, das war der Dr. Brunner, und der hat dann das MG42 mal eben so nebenbei entwickelt. Und das haben wir hier. So, und das MG42 ist im Prinzip im Blechprägeverfahren hergestellt worden. Also es wird, im Prinzip ist es ein Blechstück, eine Blechplatte, die wird geformt zu diesem Kastenmodell. Dann kommen die Aussparungen da rein und dann wird es hier, ihr seht das, hier ist es verschweißt. Was ist es, ein originales? Nee, das ist auch ein MG53. Also das ist aus Jugoslawien. So, aber das ist baugleich. So, und das war so einfach herzustellen, binnen kürzester Zeit mit einem einfachen Verfahren. Und die Kadenz war jenseits von gut und böse. Also als das bei der Wehrmacht in den Dienst kam, hatten die kurzfristig Munitionsnachschubschwierigkeiten, weil es eine so hohe Feuerkadenz hatte. Es dauerte nicht lange, ein paar Wochen bis einen Monat auf 2 maximal, bis man das Problem mit der Munition wieder gelöst hat. Das erinnert mich alles ein bisschen an den D-Day. Hier haben wir ganz viele Reenactments. Das ist das Panzergrenadierregiment 304. Das bedeutet, wir haben hier die Deutschen. Natürlich ja, auch, genau. Sieht man natürlich auch an den Maschinengewehren. Nachgebaut, deutsche Zeltbahn, ne? Helm oben drauf. Also das hat den Grund, weil oben ist halt offen. Ja. Ne? Und da legen die den Helm drauf und dann ist es geschützt. Mhm. Das ist aber fies, oder? Ja. Ein Minenfeld. Deutsch. Mit S-Minen. Die sind natürlich deutlich tiefer vergraben, ne? Dass nur noch die Pinne so ein bisschen rausgucken. Ja, genau. Ihr könnt die nicht sehen, zwischen dem Gras gucken halt nur diese Metalldinger da raus und wenn er dagegen kommt, dann könnt ihr. Und schaut mal. Was Schuss sagen. Massive Gun. Oh,
Yeah. Tuck, 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 tuck. He can just use his M47 to do it. Kennen wir auch aus dem D-Day, da hatte der Mickey sehr umfangreich erklärt, wie es funktioniert. Alle haben die ja. Das Event geht übrigens über 3 Tage, Freitag geht's los. Die Fahrzeuge sind fast alle hier vom Museum. Einige kommen aber auch extra für dieses Event hier hin. Morta, also Mörser. Ich kann dir, wenn du das mal sehen willst, ja. Gib dir die Aufnahmen, wie ich damit schieße. Ja, ja klar. Sehr gerne. Dann würden wir das auf genau. MG42 kann ich alles geben. Dann würden wir es genau jetzt einblenden, oder? Ja, genau. Genau, jetzt würden wir es einblenden. Ja, man kann Einzelschuss. Es raucht schon, obwohl ich nicht viel geschossen habe. Pulverdämpfer am Morgen. Super Sache. Also Einzelschüsse sind durchaus möglich. Geben wir mal Kette, oder? Geben wir Kette. Geben wir mal Kette, lass gucken wir mal. Rauchen. Ja, das ist so mein Dings, eine moderne Kriegsführung. SAS, oder? Ja, das ist so ein Jeep, okay. Bewaffnet bis die Heide glüht, mhm. Ungepanzert und geliehen. Ja. Ja. Also vorne Maschinengewehr, mhm. Ein FN-Maschinengewehr. Das ist aktuell, ne? Guck mal, M16? Das ist aktuell, ja. M16, ja, klar, oder? Was haben wir? Was? Das sind M4. M4 Karabiner mit Granat, also mit Granatwerfer drunter. Oh. So leicht gepanzert, ihr seht das. Aha. Hier oben, also die Türen, das ist so Kevlar Aramid. Mhm. So, und da oben ist das Kaliber 50. Ach, guck mal hier, Panzerabwehr, ne? Ja. Oder Flugabwehr, was? Flugpanzer, das müsste so eine Boden-Luft-Rakete sein. Oh, guck mal, das, ja. das ist ein überschweres, oder? Nein, das ist das Flug, dasselbe. Nein. Nur in neu, also, nur in neu, eingespannt in der Lafette und das hat da oben einen Rotpunkt, also ein Holosite drauf. Ne? Aha. Das ist die moderne Version, aber es ist immer noch so gebaut. Und die haben früher. Immer irgendwann Leuchtschuss, ne? Damit man Leuchtspur, ja. Leuchtspur. Es kommt immer darauf an, was es ist, also jede dritte, jede fünfte und dann habt ihr da noch verschiedenste Hartkern, Sprengsatz etc. Alles, was man gerade für den nötigen Einsatz braucht. Mhm. Und vorne auch nochmal ein Maschinengewehr. Ja, ja, klar. Der Beifahrer schießt immer noch raus und nach hinten hat. Und die Einzelschützen, die drauf sitzen, ne? Wirken sie halt auch. Ne? Ja. Und das ist heute noch im Einsatz? Das fährt so rum, ja klar, sicher. Krass. Das ist 7,62 NATO-Munition, mal 51, ne? Ehemalige NATO-Munition. Das ist 5,56 mal 45, also NATO, die beiden M4-Karabiner. Ja. Ja, und das ist, wie gesagt, das Kaliber 50. Das ist brutal, oder? Das ist richtig. Schnelle Einsatzgruppe. Ja. Damit machst du nur Kommando. Das ist für eine Kommando-Einsatz. In front. So, Leute, wir dürfen in das Fahrzeug für ein Foto. Das ist unglaublich. Takes the MG. Okay, yeah. Takes the MG. I'm gonna explain what to do because yeah. Ah, okay. If you listen to me, you will hurt yourself. Yeah. Will I get me pinned back in? You are on a reenactment or by the army? Oh well, yeah, reenactors. Reenactment? And this is your car? Oh no, not mine personally. No, the chap with the GPMG at the moment, he's the custodian of it. Yeah, it's a private or from the army? Yeah, private, privately owned now. Private? It came from the military through disposals, so it's sold through a disposal company. Crazy. And then the public can buy them. Respect. Great car. Oh yeah, yeah, absolutely. And some detail. Come with us. Leute, so, ich muss mal schauen, wie ich hier reinkomme. Yes. Okay. Literally just, you see the tank crank here? Yeah. Ah, yes. So, also. Ich kann das Maschinengewehr, wo ist denn hier nicht? Der kommt jetzt gleich. Ah, okay. Perfekt. Und wir, glaube ich, gehen mal da vorne zu diesem riesigen Panzer, der größte, den sie hier haben. So, mein Freund, schau mal. FV4005, da ist er. Und das ist auf der Wanne vom Centurion und sollte eine mechanisierte Ladeeinheit reinkommen, die aber nicht eingesetzt wurde.
Und dieser Panzer wurde nie in Serie hergestellt. Und das ist der größte Panzer, den sie hier haben. Genau, da seht ihr nochmal. Das ist... ich krieg's gar nicht drauf, so groß ist er. Und er fährt tatsächlich auch. Okay, für den Second Master. Und der mächtige Geschützturm Reba, ne? Also alleine was der nach hinten, also hat eine richtige Türe. Das Ding ist einfach fahrende Artillerie. Ne? Hinten hat er ein Schild, das hat sich in den Boden eingegraben, wegen des Rückstoßes. Das ist einfach nur das Schutzblech, ne? Ja. Dass der nicht so viel Matsch durch die Gegend wirft. Und wofür waren die Namen da drauf? Ort oder? Bitte was? Ist das der Ort? Sput? Ich weiß es nicht. Also kann ich nicht sagen. Weil Austerlitz zum Beispiel kenne ich. Ich glaube, das sind Orte. Möglich. Ja. Schau mal, die Kanone musste bei der Fahrt arretiert werden, ne? Ja. Damit die nicht einfach ungehemmt hier rumbaumelt. Es geht natürlich aufs, auf die Scharniere und so, ne? Ja, auf die Hydraulik, auf die Mechanik, ja. Das funktioniert also alles. Oh ja, ja. Ja, hier, das ist die Panzerplatte von vorne. Ja, also ihr seht da, das ist die Schweißnaht, das ist die Platte, das ist tatsächlich die Panzerung. Unglaublich. Das ist schon so. Und richtiger Panzerstahl, das ist nicht mal irgendwie. Ja, das ist speziell gehärtet, ja. Speziell entwickelt. Also das ist kein normaler Stahl. Ne? Wegen des Hammers. So. He's the most inaccurate person with that. Don't worry, track edge is. Yeah, it's blipped up. I'll give you that. Yeah, so we'll be back onto the T-34 because we had to stop doing all of our own projects. We had to do this in time. On the paint. I can't not hit it. Don't worry about it. He's embarrassed because there's a lot of people watching him. Yeah. It's always hard. But well, he's lucky he hasn't got Jack right here. I didn't talk the piss out of him. Ein Bergepanzer? Oder ein Minenräumer ist das, ne? Pionierfahrzeug. Pionierfahrzeug. Ja. So, also der räumt vorne und schmeißt das dann hinten raus, ja. Dass der da halt gut rüberfahren kann. So. Okay, auch ein Riesending, ne? Ja, Bergefahrzeug sind immer riesig. Ja, hier vorne hat er diese Vorrichtungen, um Minen zu räumen. Damit fährt er natürlich erstmal rüber, um die zur Detonation zu bringen. Und damit pflügt er die zur Seite und damit hat man eine Schneise, wo die anderen Panzer dann durchfahren können. Und auch hier haben wir ein Riesenproblem, die überhaupt drauf zu kriegen. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Jetzt schon eine Distanz von 4 Metern ungefähr, 5 Metern. Und jetzt kommt er so langsam drauf. Ein Kran haben wir. Und das ist was ganz anderes als das, was wir auf dem Flugfeld in Frankreich gesehen haben. Schaut mal an die Winkelspiegel, wie groß dimensioniert die sind. Hier gibt es eine Kamera, wahrscheinlich für den Fahrer oder für den Minenräumer selbst. Schaut mal hier, Kühlkörper. Man kann natürlich auch abschleppen. Auch hier eine weitere Kamera. Man muss natürlich das gesamte Umfeld auch betrachten können. Eine Schaufel ist dran. Das ist schon brutal, Leute. Also, ich fand ja immer schon die Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg riesig. Aber die modernen Panzer, die sind einfach noch viel, viel größer. Und auch hier versuche ich wieder einige Details für die Modellbauer einzufangen. Da bekomme ich immer nettes Feedback. Und hier haben wir den Warrior 510. Das ist ein Schützenpanzer, ähnlich wie der Marder in Deutschland. Ich denke, eine 2 cm Kanone. Da vorne haben wir die Optik. Einmal für den Fahrer und einmal für den Richtschützen. Beziehungsweise Kommandanten und Richtschützen so rum. Und auch hier gehen wir natürlich einmal rum.
Also das ist schon bemerkenswert. Und der fleißige Zuschauer weiß ja, dass ich ursprünglich aus dem Zweiten Weltkrieg komme, was die Dokumentation angeht. Aber die Panzer, die aktuell auf den Schlachtfeldern sind, sind mindestens mal genauso spannend, weil die Technik natürlich noch deutlich weitergeht. Schaut mal hier, die Rückverlichter in LED. Das wird wahrscheinlich ein Mannschaftstransporter sein, genauso wie der. Das wird ein Schützenpanzer sein. Wie gesagt, mit modernen Panzern kenne ich mich gar nicht aus. Aber das macht ja am Ende des Tages die Community aus, dass ihr gerne in die Kommentare reinschreibt, zu welcher Minute welchen Panzer wir uns gerade anschauen können. Und schaut mal, das ist einfach unvorstellbar. Das ist einfach so viel. Klassischer Kampfpanzer, der MBT Challenger 2. Und auch riesengroß. Also die Kampfpanzer, die werden einfach immer größer. Ich habe einmal den israelischen im Museum de Blonde in Samur gesehen. Der ist einfach das Größte, was ich jemals gesehen habe im modernen Stil. Und der ist alleine 11 Meter und 75 lang. Oh, gezogener Lauf, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die hätten eine Glaskanone. So, und schaut mal, wie riesig das Ding ist. Das ist der Ajax 40 mm. Und hier wurde die Kanone upgraded. Das ist die Vorrichtung, um die Munition nachzuführen. Und es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Geschosse von Splitter, von Brand, Piercing, also panzerbrechend. Und wichtig ist natürlich, man läuft ja hier auf den Panzer, dass man halt nicht abrutscht. Das ist schon krass, Leute. Stellt euch vor, davon 50, 60 auf dem Schlachtfeld. Und wenn man dann die auf sich zufahren sieht, das ist schon, da kriegt man vielleicht schon Angst. Nicht nur vielleicht, auf jeden Fall. Ares, PMRS. Ich versuche gerade herauszufinden, was dieser Panzer oder wofür der eingesetzt wird. Ich denke, da vorne ist eine Rakete drin für die Panzerabwehr. Ist aber allerdings ein bisschen zu kurz, oder? Seht ihr das? Ich guck mal, ob wir das hier herausfinden, weil das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also tatsächlich ist das keine Waffe, sondern es ist eine Optik und es ist ein gepanzerter Personentransporter und der ist für die Überwachung. Deswegen hat er diese Optik da vorne und man könnte im ersten Moment vielleicht denken, das ist eine Waffe, aber es ist tatsächlich eine Optik, um das Schlachtfeld zu überwachen. Und ich werde gerade gerufen. Wirklich möglich sein. Ja, und nur 3 oder 4 Fahrzeuge sind von dem Museum selber, der Rest ist privat. Ah, okay. Also 3 oder 4 Fahrzeuge sind von dem Museum selber. Und Rom hat uns gerade das Ticket für heute Abend für die Party organisiert. Dankeschön an dieser Stelle. Und da wird er gleich ein Video machen. Und dann werden wir gleich natürlich auch den Panzer noch mal von nahen begutachten. Und wir gehen jetzt erstmal ins Museum und holen uns WLAN. Er hat uns ein Key organisiert. A27L Centaur. Der Sexton, den kennt ihr aus dem MM-Park. Self-Propelled Artillery. Und hier ist der Fury. Allerdings nicht der Fury vom D-Day. Der hier ist in einem deutlich schlechteren Zustand. M4A2 und das ist wirklich incredible, Leute. Ich hätte nicht gedacht, ich habe ihn ja schon gesehen, nämlich in dem Museum in den Niederlanden, meine ich, der M3 Grand. Und der,
Ich dachte, der wurde als Hartziel benutzt. Ich werde das gleich mal recherchieren. Und das Krasse ist halt, der hat die Original-Patina und der fährt noch. Das ist so unglaublich. Ich habe ihn gerade fahren sehen. Aber dass wir hier so nah dran kommen, schaut mal, der hat ja auf jeden Fall richtig was abbekommen. Und man kann sogar reingucken. Machen wir natürlich gleich auch. Und der hat hier überall was abgekriegt. Und restauriert ist er auch nicht, aber er fährt. Und hinten hat er auch einige abgekriegt. Unglaublich, Leute. Sag mal, ist das doch... Ist das der Fury von nein, ist der andere, ne? Von hinten sieht er fast genauso aus, aber ja, von vorne haben, ist er... Die haben den alle, der ist ja nur in dem Film einmal, die haben den alle dann so nachgerüstet, dass der genauso aussieht. Okay. Schau mal. Meinst du, war ein Hartziel, oder? Ja, ne? Ja, so viel wie der abbekommen hat, ne? Ja, das war mal ein Hartziel. Mhm. Wir haben den dann wieder fahrtüchtig gemacht und jetzt fährt er wieder ein bisschen durch die Gegend. Ja, und hier haben wir die Möglichkeit, mal reinzuschauen, Leute. Da war wahrscheinlich Munition. Da oben ist die Kanone. Sogar das Typenschild sehen wir noch. Alter, hat der gebrannt oder ist er einfach nur in einem sehr schlechten Zustand? Der stand so draußen. Der stand so auf dem Truppenübungsplatz, dann haben die da drauf gebolzt. Und der fährt noch. Also, hier, den muss man auf jeden Fall nicht mehr demilitarisieren. Die Kanone ist ja nachher nicht gekommen. Ja, also spannend, Leute. Auch spannendes Konzept, oben drehbaren Turm. Vorne hatte man auch eine zusätzliche Kanone mit einem deutlich stärkeren Kaliber. Aber oben, war das eine Schnellfeuerkanone oder? Nee, ne? Nein, das ist eine ganz normale Kanone, also eine kleine, eine dicke. 7,5, ne? Ja, genau. Ja. Ist ja super selten gebaut worden, ist ja... Also das Konzept interessantes Konzept. Ja, so. Interessantes Konzept. Hier, das ist demilitarisiert, ne? Ja, das ist reingebrannt, genau. So, und schaut mal. Und hier sehen wir ein Panzer 3 Modell S, Sonderkraftfahrzeug 141-2. Für alle, die immer sagen, du musst doch wissen, welches Modell das ist und welcher Turm, ne? Bei den ganzen Fahrzeugen, die Deutschen damals hatten, also das kann man gar nicht wissen. Ja. So, und hier sieht man nochmal schön, was ist das? Also in dem Film Band of Brothers geht, wer ist der Schauspieler schnell? Der Tom Hanks hin mit seiner Thompson Maschinenpistole und hält hier in den Tiger 1 die rein und der Fahrer stirbt und hört da drin Schreie. Nein, hier ist ja ein Glas vor. Ja, ja. Das ist doch Panzerglas. Ja, aber in dem Film wird das so dargestellt, dass der Deutsche da kein Glas hatte. Also, dass ihr einfach eure MP da reinhaltet, abdrückt und alle sind tot. Also ja, aber das ist Hollywood. Hollywood lügt euch an. Es ist einfach so. Da kommt keiner rein. Das ist schon... Relativ hohes Laufwerk, ne? Also. Und da hast du nochmal Notausgang. Das hat man nee, das ist kein Notausgang, das ist eine Serviceklappe. Oder? Da geht's in die Wanne ran. Ja? Da kannst du noch raus. Okay. Das ist, wenn du unter Beschuss bist. Ja, aber du passt da vielleicht noch raus, aber. Als Panzerfahrer darfst du auch nicht starten. Okay. Das ist klein. Guck dir mal die Panzerfahrer und die U-Boot-Leute an, was du zeigen willst. Die sind alle klein. Mhm. Serviceklappe, du bist da direkt in der Wanne. Okay. Ja. Was sagen die Franzosen immer? Wehrmacht. Von 1939 mit einem X, also relativ seltene Ausführung. Die wurden gar nicht lange gebaut. Und alles noch da, also wirklich viel Wert auf Details gelegt. Brechstange, Absteckhaken, Ersatzrad. Eine schöne Schweißnadel, das ist wirklich sauber. Gute Qualität. Und natürlich gezogener Lauf. MG34 drauf. Also wir haben uns gerade ein bisschen ausgetauscht und wir haben gerade den Dirk kennengelernt. Der ist ein Inhaber von dem M47 Patton und das ist er. Der M47 Dirk steht auch da vorne mit dem Barrett. Und wir haben gleich die exklusive Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Und da winkt er uns auch zu. Und einen Einblick in die Panzer zu bekommen. Also die Leute sind auf jeden Fall stolz, ihre Panzer zu zeigen.
Und wir sind natürlich stolz darauf, dass wir die Möglichkeit haben, diese Panzer auch vorzustellen. Das waren alles relativ aktuelle Panzer bis hier. Dann kam der M47 Patton, der kam am Ende des Zweiten Weltkrieges, war einer der stärksten Kampfpanzer der Alliierten. Und hier sehen wir viele, viele Wehrmachtsfahrzeuge. Und ich glaube, den haben wir auch an der Normandie gesehen. Ein Opel Blitz müsste das sein. Nee, ist er nicht, oder? Müsste ich gleich mal schauen. SD Kfz 251. Sehr bekannt und ganz, ganz selten. Schaut mal hier. Das 222er. Mit einer 2 cm Kanone. Und extrem guter Zustand. Also, Scout-Fahrzeug. Aufklärung natürlich. Dann Willis Jeep mit einem Browning. So, und jetzt habe ich sie wahrscheinlich wieder verloren. Ich glaube, ich habe sie verloren. Lighting Mark IV, eine Matilda. So, meine Freunde. Also erst noch mal, wir haben uns noch gar nicht wirklich... Hello. Where are you? I'm okay, I'm at the Tank Fest, sorry for my English. And I'm with my friend York. And today we would like... Oh, come on, Nathan. Nice to meet you. Nathan speak better in English. A little bit. And where are you from? I'm from Normandy. Yeah, and what's your YouTube channel? Military Machine FR. Perfekt. Und ihr wisst, ich habe ihn damals in der Militrax kennengelernt, in Overloon. Und dann haben wir uns im D-Day wiedergesehen. Und heute, einen Monat später, sehen wir uns tatsächlich wieder auf dem Tankfest in Bobbingen. Unglaublich. Also Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Schaut euch unbedingt seinen Kanal an. Ich wiederhole es nochmal. militarymachine.fr. Unbedingt einmal anschauen. Mega nette Leute. Die haben uns viele, viele Türen geöffnet. Und die Reise geht auf jeden Fall weiter. Yeah. Perfect. Yeah, that's the problem. Wenn Rom nicht weiß, was das für ein Panzer ist, dann heißt das schon was. Ich bin mal gespannt, ob die Community herausfindet, was wir für einen Panzer hier gerade vorfinden. Ich versuche euch den mal näher ranzuholen. Bin auch ein bisschen blöde. Also eine richtige Ferry hier. Man kann hier wirklich alles kaufen. Von Ausrüstung, Uniformen, Replikas, teilweise Sachen, die man in Deutschland auch so nicht kriegt. Auch Spielzeuge, in meiner Jugend gab es auch ganz viele Spielzeuge. Die gibt es, glaube ich, gefühlt heute gar nicht mehr. Airsoft-Waffen. Man hat hier sogar die Möglichkeit zu schießen, 50 Schuss, 5 Pfund. Und was in Deutschland absolut verboten ist, halt Dauerfeuer. Automatic fire in Germany is not allowed. Ja, hier schon. Und was haben wir hier? Axt throwing. Also der junge Herr wirft gleich eine Axt. Mal gucken, ob wir das drauf kriegen. Der andere junge Mann wirft. Oh, wir werfen beide gleichzeitig. Hey, great. Außer immer größerer Beliebtheit. Schaut mal, wie groß das hier ist. Die Leute machen gerade eine Pause, weil die Panzer ja gerade nicht fahren und schauen sich hier so ein bisschen um. Und ich glaube, ich halte die Leute die ganze Zeit auf. Aber ich möchte natürlich auch alles für uns dokumentieren. Ich möchte das natürlich auch alles selber erleben. Und mal schauen, was dieser Tag noch für uns bereithält. Also seid gespannt. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt oder mehrfach erwähnt. In anderen Ländern gehen sie halt komplett anders mit Militärfahrzeugen um. Für einige Zuschauer in Deutschland vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man hier auf verschiedenen Panzern spielt. Das ist hier der Mark IV wahrscheinlich.
Das ist irgendwas Modernes aus Holz. Und ich glaube, in Deutschland unvorstellbar, dass man Kinder hier auf Militärfahrzeugen spielt. Andere Länder, andere Sitten, ganz genau. Und warum zeige ich euch das? Man könnte jetzt sagen, oh, vielleicht gar nicht so interessant, aber es gibt ja viele Menschen, die gar nicht die Möglichkeit haben, nach England zu kommen, aus verschiedenen Gründen. Sei es, sie sind vielleicht körperlich eingeschränkt, dann ist das Finanzielle natürlich auch ein Thema. Manche haben aber auch einfach Schwierigkeiten, sich zu trauen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich euch einmal hier das gesamte Museum zeige. Und wir befinden uns jetzt hier mitten in den Trenches, sprich in den Laufgräben. Das hat man hier als Diorama nachgebaut. Und das Gute ist, dass die Kamera so lichtempfindlich ist, weil es ist absolut dunkel hier. Und man muss echt aufpassen, dass man hier nicht fällt. Und ja, in den anderen Videos zeige ich euch ja auch die Schützengräben in Belgien und auch teilweise in Frankreich. So, hier finden wir die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Ja, ich wollte schon sagen, ich hab's vermisst. Ja, ne? So Leute, jetzt wird es natürlich sehr interessant. Battle of the Normandy. Und ich habe ja schon einige Videos hochgeladen. Panzer 2, Ausführung L. Aber wir wollen uns natürlich den Panther anschauen und jetzt versuchen wir einen wunderbaren Blick darauf zu erhaschen. Und jetzt ist ganz, ganz viel Kommunikation gerade im Hintergrund. Deswegen versuchen wir mal, den Mackie den Vortritt zu lassen und schauen uns erstmal hier. Alter, das geht einfach immer weiter. Es geht einfach immer weiter. Panzer 4 wird das wahrscheinlich sein. Genau, Ausführung D. Nochmal zusätzliche Panzerung. Schaut euch das mal an. Das ist einfach unglaublich. Ich versuche den mal komplett drauf zu kriegen. Der Zustand ist einfach atemberaubend. Und er hat überall zusätzliche Panzerung. Und wir haben ja die Information, warum hat er diese zusätzliche Panzerung bekommen. Weil die russischen Scharfschützen mit ihren Tankguns, vielleicht ist hier sogar einer durchgekommen und da, haben quasi mit ihren Tankguns die Panzerung durchschießen können. Und dadurch, dass sie hier aufgetroffen sind, gab es ein gewisses Taumelverhalten der Projektile und dadurch sind sie nicht eingedrungen. Die Energie ist dadurch so stark reduziert worden, dass sie dann nicht mehr eingedrungen sind. Das Einzige, was hier fehlt, sind die Schürzen an der Seite. Aber grundsätzlich ist das wirklich ein krasser Zustand. Und das sind die Mörsergranaten für den Churchill Avre. So sahen die damals aus. Interessant, oder? So, der klassische M4A4 Sherman. Einer der meistgebautesten Panzer. Ich glaube 55.000 waren es. Dann hier haben wir auch noch nie gesehen, den Achilles M10, noch nie gesehen. Den Wolverine haben wir schon ein paar Mal gesehen, aber den habe ich noch nicht gesehen. Und jetzt ist gerade die Gelegenheit günstig. Und Tiger 2. Mega oder mega? Tiger 2 ist immer was. Ja. Ich hatte aus der Entfernung gerade nur die Wanne gesehen und ich dachte, es wäre der Panther, aber es ist der Tiger 2. Der Panther ist ja fast ähnlich, nur ein bisschen kleiner. Exakt, genau. Und die Wanne ist fast identisch von der Optik. Und schaut euch mal. Stell dich mal daneben, bitte. Es ist einfach, wenn das Ungetüm auf euch zukommt. Das ist nur die Seite. Das Problem ist, hier ist das Zimmerit drauf, sonst würdest du sehen, also die läuft ja hier verzahnt, ja. Die Schweißnaht. Ja, also Deutschland hat damit angefangen, wirklich diese Verzahnung ins Spiel zu bringen. Alle anderen haben sich zusammengeschweißt und bei den Dingen hat man gesagt, wir verzahnen das. Und das hat wirklich super gehalten. Also Hochtechnologie, ne? Der mega. Und Präzision natürlich. Ja, also in dem Ding wart ihr schon sehr, sehr sicher. Ja. In Laglais steht ja einer, der hat ganz viele Treffer bekommen und die gehen alle nicht durch. Der hat hier vorne sogar einen reingekriegt. Und unten auch. Ne? Genau, und den hat man nur aufgegeben. Warum, weißt du das? Welchen? Den in Laglais. Ja, da war Treibstoffmangel. Exakt, ganz genau. Und normalerweise haben die Besatzungsmitglieder den immer gesprengt, aber den haben sie nicht gesprengt, den haben sie hinterlassen.
Und da gibt es verschiedene Stories, wahrscheinlich, weil sie einfach nur Angst um ihr Leben hatten und dann schnell weggegangen sind. Und für eine Flasche Schnaps hat der Museumsbetreiber oder der Bürgermeister den damals bekommen. Für eine Flasche Schnaps. Ja, die wollten ihn ja auch abfragen und dann haben die den für eine Pulle Whisky oder sowas. Ja. Haben die den da gesagt, der ist ein Tier. Total krasse Story. Ja. Auch als Infanterist, überleg mal, du musst jetzt hier irgendwie raufklettern, wenn das Ding fährt. Ja. Um da eine Haftrohladung oder irgendwas dran zu machen, um das Ding einzuholen. Das ist einfach eine brachiale Maschine. Ja, es ist wirklich brutal. Hier ist ein bisschen wenig Licht leider. Grader. Ja, from Normandy. From Normandy? Yeah. So one or four is from Normandy. Ah, okay. And it's not the original paint. Yeah. But like the same. Ah. Like the new paint of the Chigar 2 at Musée des Blindés. Okay. And you have some impact on the armor. Lateral. Also zeigt uns jetzt ein paar Einschusslöcher. Ah, ja. Wow. And very huge, yes. And here? And here too. Yeah. Crazy. It's totally crazy. Yeah. Original. And you can see the paint here. The original paint? Yeah. Yeah. The Zimmerit. Yeah. Everything is original? Yeah. Original, yeah. Wow. Sind das die Verladeketten oder die Kampfketten? Die Kampfketten, die Verladeketten. Schmaler, ne? Die hören hier auch schon. Ja. Also die sind genau so, dass das am letzte Rolle von dem Shuttle-Laufwerk halt abschließt. Ja. Da fehlt ja ein Rad, das seht ihr ja selber. Also grundsätzlich war es ja so, die Panzer sind nicht selber zur Front gefahren, sondern die wurden per Zug gebracht. Und deswegen gibt es Verladeketten und es gibt originale Kampfketten. Und die Verladeketten waren halt genauso breit wie das Fahrwerk selber. Die schlossen dann hier in der Ecke ab. Und der hat tatsächlich in der Normandie gekämpft. Hier oben hat er, nee, hat er keinen. Das ist nur das Blech, da so aus, als ob er noch einen hat. The Panther was destroyed or it's because of fuel? Destroyed, yeah? Destroyed, yeah. Okay. Yeah. Also Panzer wurde zerstört. And in it's fighting in the Normandy? Which city? This one. Yeah. I don't know the city. Okay. But you have a technical defect. It's not a fighting combat damage. I think no. Yeah. I think okay. The crew just go out. Like Langlais. Yes. Okay. Also wirklich, guckt euch Porsche-Turm. Like Porsche or? Nein, Henschel. Henschel. Porsche, die wurden nur zur Erprobung. Da gibt es nur einen, das Henschel-Turm. Henschel-Turm, okay. Also die Serienpferde. Ja. Porsche hat gegen Henschel verloren, weil der noch mal einfacher war. Und dann hat man die Porsche einfach weiter genutzt. Das ist genau wie der Tiger 1. Der sollte ja auch von Porsche und da hat man dann hinterher den Elefant rausgebaut. Man hat gesagt, die sind ja schon da und es sind Erprobungsmodelle, wir lassen die weiterlaufen. Aber das ist die fertige Serienfertigung Henschel. Okay. It's a subject, but in the base of the project. It's not Porsche or Henschel. You know that? About the turret? Yeah. Yeah. The two are from Krupp. From Krupp? Yeah. Ah, okay. It's a Henschel designed, but in the factory it's a Krupp. Yes, exactly. Ah. The real difference that you can see here, it's the Tiger 2 of this wheel, like here, we're talking about Henschel model. Sorry? Henschel model. Henschel okay. Model. Uh-huh. And the wheel from Porsche, like on the Ferdinand, is too small. Okay. And now come and see. Yeah. You need to see that. Okay, also wir bekommen hier gerade ganz wichtige Informationen, die sehr stark ins Detail reingehen, die ich selbst hätte niemals geben können. Übrigens ein Goliath. Ja. Fernbedienbar. Scout-Car. Wow, okay, dafür nehmen wir uns dann. Okay. And now you have the rarissime Jagdtiger. You have two models. And here, this is a Porsche model. That's why? Porsche, look at the wheel. Yeah. A small wheel. No. Yeah, ganz kleine Räder. It's like on the Ferdinand. Yeah. Yeah. Genau. The system is like crazy. Die Aufnahme ist auch eine andere. Ja. Du hast halt auch Unterschiede von der Aufnahme. Hier entsprechend einmal.
Du hast noch, also genau weiß ich das auch nicht, du hast jetzt noch Unterschiede von der Aufnahme, also das andere Modell, der hat nochmal eine ganz andere Kette, weil da sitzen die beiden Räder quasi auch zusammen, sind nochmal in sich gefedert, also zusätzlich zu der Drehstabfederung. Ne? Ja, also Hetzer hier von hinten, Nachbau oder Original? Ich weiß nicht, also die österreichische Armee hat ja auch weiter benutzt und da sind dann viele halt zurückgegangen und man hat sie dann umgebaut. Das jetzt ein Originaler ist... Mit dem Saukopf, ne? Das ist der Saukopf. Nee, das ist, nee? Der hat den immer gehabt. Der Saukopf war beim Sturmgeschütz. Ah, okay. Der hatte den per se immer schon. Amphibienfahrzeug hier, ein Weasel. Auch noch nie gesehen, Leute. Der Chaffé, da sind wir ja mitgefahren, ne? In der Normandie. Ja, genau. So, wir gehen mal hier hoch. Und haben hier ein amphibisches Landungsfahrzeug. Natürlich. Guck mal da hinten. Auch. Jagdtiger, very rare. Ja. Valentine Archer. Schön von oben. Ein Ram Kangaroo. Also Personentransporter, Centaur Dozer, also Bulldozer und natürlich klassisch T-34-85, das ist also der mit der langen Kanone. Und wenn man dem Panzermuseum Munster Glauben schenken darf, 5 Fakten über den T-34, es war nicht der erste Panzer mit der abgeschrägten Panzerung. Es gab Panzer, die hatten das davor. Ich glaube, der französische war es. Mir fällt leider der Name nicht mehr ein. Und das könnten hier die Verladeketten sein. Müssen wir gleich mal den Mackie fragen. Schaut euch das mal an. Also immer wieder spannend, auch den T-34 zu sehen, auch wenn das der Panzer war, der am meisten gefertigt wurde. Aber das Highlight neben dem Jagdpanzer ist natürlich der Jagdtiger. Und schaut euch da mal diesen Koloss an. Auch der wurde irgendwo strategisch so platziert, dass er die Panzerung natürlich in Richtung des Feindes gehalten hat. Und dann von einer exponierten Lage feindliche Panzer aus großer Entfernung abgeschossen hat. So sieht das von innen aus. Eine massive Kanone, Pack 43. Und im Grunde genommen ist es eigentlich nur eine mobile Pack auf Ketten. Wenn man mal das ein bisschen reduzieren möchte. Aber trotzdem unfassbar. Das ist wirklich brutal. Das ist wirklich so brutal. Und hier ist das nochmal, was der Mackie mehrfach schon erwähnt hat. Diese verzahnte Bauweise. Und eigentlich sind es wirklich nur Stahlkolosse mit einer Kanone drin. Und einem Motor. Mehr ist es nicht. Und das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich diese Panzer sehe. Fahrrad. Und schaut mal, Größenvergleich. Ja, also ich bin 1,82 groß, wie gesagt. Ja. Und tatsächlich, wenn man als Infanterie aufsitzen möchte, wenn er mal ein bisschen fährt, während der Fahrt ist das fast unmöglich. Kannst du nur von hinten ran. Ja, sonst ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du da überrollt wirst. Echt aufpassen, dass man sich die Birne stößt. Ja, hier ist der Auspuff alles ab. Also hier sind die Auspuffrohre rausgekommen. Aha. Aber trotzdem. Crazy, Leute. Absolutely crazy. Boah, der ist auch riesig, ne? Also, ich glaube, man braucht hier alleine für das Museum mindestens mal einen Tag, wenn man alles sehen möchte. Churchill Crocodile, auch riesengroß, das Ding. Es hat nicht diesen Charakter. Nee, ne? Nee, nee. Die sehen immer noch am geilsten aus. Das ist wohl wahr. Wenn die in Anruf kommen, majestätisch. Ja, ist halt ein Panther. Jagdpanther. Ja. Ja, und da durchzudringen mit irgendeinem Geschütz, du kommst ja gar nicht, du kommst... Extreme Winkel. Ja, du kommst ja auch nicht ran. Ja. Das Problem ist, er ist natürlich nicht schnell. Und dadurch, wenn man halt von hinten rankommt, dann kann man den
in Anführungszeichen relativ einfach knacken. Die wurden ja auch immer eingesetzt. Also von weit. Es waren Kampfgruppen, es waren mehrere Fahrzeuge von denen unterwegs, abgesichert von der Infanterie. Die hatte immer Infanterie noch im Bereich. So funktioniert das ja auch. Das ist die Strategie von so einem Panzerfahrzeug. Die funktioniert im Verbund, abgesichert von der Infanterie, vielleicht noch von der Artillerie im Rückraum oder aus der Luft natürlich. Und dann natürlich in der Kampfgruppe. 3, 6, 8, ich weiß nicht, wie sie eingesetzt wurden, wie die Strategie war. Und wenn die angefahren kamen, so wie die Hetzer, die kamen aus dem Wald, Hinterhalt, haben rausgeschossen und sind sofort wieder abgehauen. Position gewechselt und dann haben die für Verwirrung gesorgt und dann hat die nächste Gruppe angefangen. Ja. Krass. Hier ist auch die Strategie. Boah, guck mal, und die Taktik halt entscheidend. Ja. Und der Russe. Wupp, kommt da so durch. Ja, natürlich, der schießt. Massiver Stahl, Alter, bam, durch, weg. Genau. Der Vorteil war hier, es war halt unfassbar eine riesige Menge. Die wurden teilweise unlackiert ja auch aufs Schlachtfeld geschickt, ne? Einfach raus. Die hatten eh kaum Überlebenschance. Genau. Und hier ist der Kapitän. Wir wollten eigentlich nur kurz raus. Und dann haben wir noch diesen riesigen Bereich gesehen. Das ist einfach die größte Halle hier. Und hier sind einfach die größten Panzer. Das ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Also ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen, oder? Nein. Ja, oder heute Abend nochmal durchlaufen. Ja. Funky Fries, Baby. Loaded Fries. Und da werden wir uns jetzt irgendwas holen. Ich bin einfach dabei. Ganz einfach, ne? Ganz einfach. Ich bin mal gespannt, welches. Noch Mayonnaise ist da, British, ne? Das ist Salat. Nee, British Table Salad. Das habe ich Salt. Ah. Das ist Salz. Salz? Oh. Okay. Great. Great. Looks great. So, Leute, das ist meine Pommes. Und das ist die von einem ehemaligen Soldaten. Das bedeutet, das ist Zivilist hier, ne? Und du kennst auch Verzicht, ne? Ja, ganz genau. Ich bin eher einfach, ja. Ja. Das ist die Continental Diesel Engine, extra armor put on the outside, and it was, as I say, in service to the 2000s. This is the last variant. Unvorstellbar, ne? Hallo meine Freunde, also der Tag nähert sich so langsam dem Ende und tatsächlich hatte ich auch gerade einen krassen Tiefpunkt. Nicht nur ich, sondern Rom, Nathan und Mickey auch. Wir hatten dann ein bisschen was gegessen und haben ein bisschen was getrunken und jetzt haben wir gerade hier in dieser Riesenhalle den Tiger 1 gefunden und jetzt wird er uns einmal gezeigt von Nathan und das ist natürlich nochmal ein absolutes Highlight und den zeige ich euch jetzt. Dann haben wir jemanden kennengelernt, der ist in der britischen Szene wahrscheinlich die Nummer 1 neben Bruce Crompton, The US, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Joe heißt er auf jeden Fall. Und wir haben auch besprochen, dass wir ihn mal besuchen. Und morgen ganz, ganz früh um 8 Uhr. I go to the Panther. Ja, lass mal erstmal den Panzer. Ah, da ist er. Okay. Und wir werden ihn nochmal besuchen. Und morgen um 8 Uhr haben wir tatsächlich die Möglichkeit, dann den großen Panzer uns anzuschauen. Und wir sind jetzt nochmal reingegangen, gucken uns die deutschen Fahrzeuge an. Hier den deutschen Panther. Und hier sind ja diese Flammenvernichter, nenne ich sie jetzt mal, diese Töpfe, damit da oben keine großen Flammen rauskommen. Hinten der Wagenheber und die hatten immer so einen Eimer mit dabei. Ich weiß aber nicht, wofür der war. Und in Musée du Blond steht einer, im Overloon Museum steht einer. Und das hier ist übrigens die Munition,
Die bestand aus der Kartusche und dem Geschoss selbst. Unten in der Kartusche war die Treibladung. Und dann brauchte man nur das Geschoss quasi einmal hochwuchten, in die 75 mm Kampfwagenkanone 42 einfügen. Und dann hat das Ding gewirkt. Glaub mir, das Ding hat richtig krass gewirkt. Einer der besten Panzer, wenn nicht sogar der beste. Ja, und Mackie sagt es gerade, wahrscheinlich war das hier der beste Panzer, den es im Zweiten Weltkrieg gab. Und schaut mal hier, das Getriebe. Diese Fertigungstoleranzen kennt man vielleicht von heutigen Fahrzeugen, aber das ist, wie gesagt, über 80 Jahre her. Das ist wirklich Hochtechnologie. Auch, dass man hier die Wanne so verschweißt hat, dass sie hintereinander greifen wie so Zähne. Und schon extrem bemerkenswert. Extrem bemerkenswert. So, noch hier wieder viele Kontakte geknüpft. Ich hatte es gerade schon gesagt. Viele Freunde gefunden. Viele Gleichgesinnte, die sich für die Geschichte dahinter interessieren, die sich für die Technik interessieren, ohne ideologische Aufladung. Hier ist keiner rechts oder rechtsradikal. Die sind alle nur an der Geschichte interessiert. Und ja, wir wissen, die Waffen wurden gebaut zum Töten. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir uns heute an der Technik erfreuen können. Und die nicht benutzen müssen, um aufeinander loszugehen. Weil ihr seht, Rom und Nathan sind Franzosen, Joe ist Brite und wir haben heute, ja, wir sind heute Freunde. Und das innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Stunden teilweise. Und das ist übrigens so die Montur eines französischen Tankoffiziers. Helm war extrem wichtig, weil man das Problem hatte, und das haben wir ja tatsächlich schon mehrfach gesehen, dass die Panzer natürlich auch gewackelt haben, trotz der guten Aufhängung teilweise. Und da konnte man sich natürlich im Innenraum schnell auch die Birnen stoßen. Tiger 1 can drive. It's possible to drive. Tiger 1, it's, yeah. Is it in a running condition? It's a running condition? Yeah. Great. Also fährt auf jeden Fall. Einer der wenigen. In Musée de Blonde wird gerade ein Tiger 1 restauriert. Und wir sind eingeladen worden, von dem Museum der Zeremonie beizuwohnen. Und das werden wir auch tun. Es sei denn natürlich, ich habe irgendwie andere wichtige Termine, aber ich werde alles dafür tun, dass ich die Möglichkeit habe, dort für euch den Start der Maschine auch zu dokumentieren. Inside, yeah, is not the original engine. Yeah, it's the one of the first version of the Tiger. Yeah, you can see the wheels. Yeah, and over time, the first Tiger have a Maybach HL 210. Ah, okay. Inside you have a HL 230. At the Musée des Blindés, yeah, is the late version of the Tiger. Okay. You have the HL 230, uh-huh, original, and inside here you have like the late version. It's not the good engine, but here it's the 210. You have two versions of the, yeah, Maybach engine. This is the last one or the this is the early one? The first version. The first version. Yeah. Okay. Also ihr habt gehört, es gab zwei Versionen von den Motoren. Das hier ist die erste Version. Und auch hier die Fertigungstoleranzen. Die sind schon bemerkenswert. Und auch hier gab es diverse Treffer. Aber eher von leichten Maschinengewehren wahrscheinlich. Und das ist die Munition. Die hatten wir auf der anderen Seite auch. Knapp 60 Tonnen.
Und wenn man sich mal hier die Fertigung anschaut von dem Metall, von dem Panzerstahl, das ist fast glatt. Und bei den russischen Kampfpanzern hat man tatsächlich sehr starke Fragmente. Also, jemand hat mal gesagt, lustig hat er sich über mich gemacht, dass das der Inbegriff der geschrägten Panzerung ist. Und der hat natürlich keine abgeschrägte Panzerung. Ersatzkettenglieder. Und hier nehmen wir uns mal ein bisschen mehr Zeit, weil das ist ein ganz besonderer Kampfpanzer. Für viele ist es vielleicht sogar der beste Panzer, aber landläufig ist der Panther dann tatsächlich der bessere Panzer. Aber ein Ungetüm, oder? Mackie mal daneben. Und das Schöne ist wirklich, der rennt. Das ist ölig. Hier ein Wagenheber mit den Stürzen, damit der Dreck nicht überall rumspitzt. Bemerkenswert. The big one. What are you gonna bring? Oh yeah. You come around here, my darling. World of Tanks. 1, 2, 3. À la tienne. À la tienne. À la tienne. À la tienne. Was hast du gesagt? À la tienne. Was ist das? À la tienne. À la tienne. À la tienne. In German we say Prost. Richtig, ne? Daumen hoch!
Band. Amazing.